Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Chickies of Time. Es geht wieder weiter hier am Haier See, beziehungsweise sind wir gerade beim Angler. Und der flennt hier schon wieder. Was ist denn los, Kumpel? Blubberspot. Was? Okay, also Grundhilda hat irgendwie Öl hier reingefüllt, ne? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Wir sollen das reinigen. Ach, Herr Jemine, ey. Können wir hier irgendwas machen, bevor ich jetzt... Ne, wir können nicht mal dahinter gehen, okay. Kann ich hier die Kiste zerstören? Auch nicht. Meine Güte. Okay, ich laufe erstmal eine Runde, würde ich sagen. Schöne Musik, schön beruhigend auf jeden Fall. So, wir haben mittlerweile schon, ich denke mal, 50 Noten werden wir jetzt hier vollkriegen. Dann erwartet uns noch der Grund vom Haiersee plus Wassertempel. Gar keinen Bock auf Wassertempel. Guck mal, das sieht hier auffällig aus. Aha, hahaha. Oh, schade. War nur ein Jumbo. Ich habe irgendwie mehr erwartet gerade. Schade. Aber ich glaube, hier müssen wir auch mal auf den Grund tauchen. Cool, wir haben 50 Noten, Leute. Die Hälfte haben wir. Okay, ich würde sagen, ich hau hier erstmal die Wurzeln weg. Was? Nein, nicht schwimmen. So, alles was mich stört beim Schwimmen, hau ich erstmal weg. Genauso wie die Typen hier, würde ich auch erstmal kaputt machen. So. Natürlich, das ging ins Leere. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So. Eins, zwei, drei. Auch down. Und dann können wir gleich in aller Seelenruhe darunter tauchen. Warum glänzen da hinten sowas? Seht ihr das? Ist das normal? Oder was glänzt da? We will see. Nö, ist nix. Keine Ahnung. Okay, ich tauche erstmal. Mal sehen, was wir finden. Steine. Okay, ich glaube, wir müssen uns hier verwandeln. Damit wir weiterkommen. Weil wir können, unter Wasser können wir ja nichts machen. Ich kann unter Wasser nicht angreifen, nicht kämpfen. Es sei denn, ich baller hier irgendwie Eier rein. Aber ich glaube, das funktioniert nicht. Also ich glaube, hier müssen wir warten, bis wir uns verwandelt haben. Dementsprechend gehen wir erstmal wieder. Dann ist jetzt erstmal der Grund von Haia dran. Mal gucken. Beziehungsweise halt der Haia See. So, gucken wir erstmal hier rein. Hier wird es auch noch sehr viele Noten und Gegner geben. Und dann haben die gesagt, hier sind irgendwie auch noch Krabben am Haia See. Die müssen wir auch noch töten. Die haben auch ein Jigis. Aber wollen wir jetzt erstmal in den direkt in den Tempel rein? Vielleicht ist da auch irgendwo Mumbo drinne, der uns verwandeln kann. I don't know. Hätte ich gesagt erstmal. Gar keinen Bock drauf. Okay. Schlechte Erinnerung. Okay, schauen wir mal, was hier so passiert. Noch ein Mumbusche, Alter. So viele. Da ist ein Fake-Puzzleteil. Kann ich diese Türen öffnen?
Och nee, diese Musik. Okay, ich komme hier nicht rein. Die Krüge kann ich zerstören, ne? Ja. Okay, ist aber nur ein bisschen Leben drin. Das war's auch schon. Aber ich nehme ein bisschen Leben. Merke ich gerade. So, ansonsten... Also wenn, dann muss ich die Türen andersweitig öffnen. Ich kann es gerade selber nicht tun. Ich hoffe, das trifft für alle Türen zu und ist nicht jetzt irgendwie... Nee. Okay, dann gehen wir mal auf Tauchgang. Dann würde ich vielleicht gleich mal... Ob man hier auch den Wasserstand und alles verändern muss, kann, etc. pp. Gute Frage, nächste Frage. Oh, Mann. Also ich glaube, mit Banjo sind Wasserlevel sogar noch ekliger als in Ocarina of Time. So, das wär's. Ich tauche mal kurz wieder auf. Und dann gleich wieder runter. Zumindest ist das hier nicht so eine Suppe wie im Waldtempel, die uns dann übelst Schaden macht. Okay, guck mal, da können wir auf jeden Fall lang. Da ist noch ein Jumbo und ich habe gerade einen Jinjo gehört, der irgendwo abgepfiffen hat. Aber ich will jetzt erstmal gucken, was wir hier so... Boah, ich hoffe, das war keine schlechte Idee. Dass ich jetzt hier nicht mehr rauskomme. So, erstmal... Okay. Ja. Kamera ist wieder on point hier. ...62, gefällt mir gut. Eine fette Truhe auf jeden Fall. Okay, das ist ein Puzzleteil direkt. Finde ich gut. Nehmen wir mit. Das ist Nummer 4 schon. Sehr schön. Ansonsten, raus hier. So, dann haben wir hier unten Noten. Die nehmen wir auch gleich mal mit. Wie viele waren das jetzt hier? Waren nur 2, gell? Ja. Zack. Okay, dann schnell wieder raus. Banjo, schnell! Schneller! Okay, soll ich hier unten jetzt auch noch Noten mitnehmen? Überall hier. Ist eine kluge Idee. Soll ich das machen so? Hier sind auch Krabben. Vielleicht sind das die Krabben, die ich töten muss. Ich weiß es nicht. Mann! Vielleicht habe ich auch den Hinweis schon bekommen. Vielleicht habe ich den Hinweis auch schon... Bin ich schon nachgegangen? I don't know. Vielleicht war das das geheime Puzzleteil von der Fee. Man weiß es nicht. Okay, ich gehe mal hier rein. Wenn das Schwimmen nicht so eklig wäre. Und die Kamera. Ach ja. Aber ich beschwere mich auch einfach gerne. So... Die nehmen wir auch noch mit. Ich höre einen Jinjo. Ich kann dir gerade nicht helfen. Muss mir erstmal selber helfen. Aber es sieht so aus. Warte mal, hier kann ich ja theoretisch den Wasserstand verändern. Ob das jetzt hier klappt, weiß ich nicht. Da kann ich mir eventuell durchbashen. Zack. Goldene Feder, brauche ich nicht. Ich glaube, ich kann ja echt den Wasserstand verändern. Yo, cooles Bild. Wer ist das? Jockenburger. Okay. Ist das eine Anspielung auf irgendwas? I don't know. So, das sieht mir wie ein Schalter aus für einen Wasserstand. Oh. Ich kann bogern. Warte mal, da war noch ein Spiel, oder? Ah, Mario All-Stars. Okay, mach nur eine Tür auf. Da sind gerade 2 Türen aufgegangen, oder? Okay, das war gerade ein bisschen verwirrend. Und hier geht es auch nur bis zur 2. Etage, wenn ich das richtig sehe.
Dieser Tempel bekommt wieder ganz neue, eklige Facetten. Oh, ich glaube, alle Türen sind aufgegangen. Ja, ich glaube, alle Türen sind auf. So. 59 Federn. Ja, da kann man auf jeden Fall mit leben. So, jetzt erstmal schnell wieder raus hier. Und schnell nach oben. So. Ja, ich denke, alle Türen sind aufgegangen. Ich werde trotzdem erstmal von unten mich nach oben arbeiten. Nicht, dass ich irgendwas vergesse. Denn ich weiß jetzt schon nicht mehr, wo ich eigentlich gerade war. So, da ist noch ein Jumbo. Den holen wir uns mal schnell. Ein Mumbo. Ein Mumbo? Ein Mumbo-Schädel. Nicht ein Jumbo-Schädel. Also groß ist er auch, aber es ist ja ein Mumbo-Schädel. Richtig? So, da haben wir noch ein paar Noten. Und irgendwo schreit hier auch einer um Hilfe, auf jeden Fall. Okay. Oh Gott. Das war knapp. Das war richtig knapp. Shit, ey. Oh je. Bisschen besser aufpassen. Okay. Kann ich hier irgendwo jetzt in eine Tür rein? Hier. Jetzt tauche ich hier erstmal nach oben. Da haben wir auf jeden Fall schon mal eine Sprungplatte. Was kann ich denn damit erreichen? Ah ja. Okay, ich muss darüber. So, dann habe ich schon gesehen, da ist auf jeden Fall so ein Loch, da wird mich gleich jemand angreifen. Weg damit! So, und da oben ist auch noch eins. Und da ist auch noch eins. Und da oben muss ich wahrscheinlich hin. Geil. Läuft. Shit. Oh, Mann. Jedes Mal hat es geklappt, außer jetzt das eine Mal. Schade. Lief eigentlich echt gut. So, leben. Leben. Zack, Alter. Jawohl. So, und jetzt? Da ist irgendwas. Ah, damit mache ich die Fontäne an. Alles klar. Ah, damit mache ich mehrere Fontänen an. Oh, das ist, glaube ich, die Krabbe, würde ich sagen. I see. So, okay. Dann haben wir jetzt hier unten aber auch noch ein Kapitel. Denn hier unten ist bestimmt ein Jinjo, oder? Und ganz viele Noten. Oh Gott. Mann. Kotzt mich das an hier. Zack. Okay, da ist der Jinjo. Warum musst du gerettet werden? Du musst einfach nur nach oben tauchen. Faule Sau. Meine Güte. So. Okay, da geht's aber noch tiefer. Ich tauche aber vorher nochmal auf kurz. Da kam er rein. Und jetzt geht's wieder nach unten. So. Jawohl. So muss das. Okay, da haben wir wieder Noten. Ey, kotzt mich das an hier, ne? Dieses genaue Tauchen plus, dass du dich beeilen musst, weil sonst... Aber wir kommen gut voran, muss ich sagen. Hier sind auch ganz viele Krabben. Aber ich muss jetzt erstmal irgendwo auftauchen. Gott sei Dank, ey. Und noch ein Puzzleteil. Jawoll!
Ba-ba-ba-bam. Okay, Nummer 5. Er hat ganz viele schlechte Dinge über den Wassertempel gehört, aber er findet ihn gar nicht so schlecht, oder? So, habe ich das so richtig verstanden? Also ich weiß nicht, was du meinst, Banjo. Ich finde ihn richtig schlecht. Was ist da? Oh, Phantom Hourglass. Nice. So. Nummer 85. Geh ja weg. Okay, Nummer 86. Wir müssen auf jeden Fall nochmal nach oben. Den Weg schaffen wir sonst nicht mehr. So, und jetzt auf dem schnellsten Weg raus hier. Aua. Sag mal. Ja, was ist denn jetzt hier? Alter. Die blöden Krabben. Oh, die haben gerade gut Schaden gemacht. So. Schön. Das lief doch gar nicht mal so schlecht. Wir haben fast alle Noten. Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Meilenstein, den wir gleich erreicht haben. So, jetzt schnell raus hier. Wir haben alle Fontänen, Düsen, Dinger aufgemacht. Hochgemacht. Wir haben alle Türen geöffnet. So, Frage. Haben wir jetzt hier unten noch irgendwas, was ich noch nicht gemacht habe? Also wir waren... Hier waren wir, glaube ich, drinne. Ich schwimme hier jetzt nochmal eine Runde, um mir einen Überblick zu verschaffen. Sind auch so viele Krabben schon wieder. Hier ist nichts. Da waren wir auch drinne. Wir waren überall, oder? Warte, ich will nochmal hier gucken. Ja. Hier sind nur zwei Eingänge. Wir müssten überall gewesen sein. Okay. Und ich hoffe, ich habe da unten auch alle Noten eingesammelt. Nicht, dass ich da eine vergessen habe. Das wäre echt doof. So, dann... Da komme ich natürlich jetzt gerade nicht hoch. Aber das geht doch bestimmt, oder? Guck mal hier so. Ganz knapp. Aber das geht, das geht, das geht. Guck mal, wie das geht. Jawohl. Eine Honigbienenwabe oder so. Keine Ahnung. Okay, da geht es ja theoretisch zum Boss. Was ist hier drin? Na klar. Den Akt müssen wir natürlich reinmachen in Banjo-Kazooie, ne? Das ist ja klar. Schön mit Sprungplatten. Nein! Nein! Oh. Alter, diese Kamera. Ich hate sie. So. Okay. Zack. Ja, und jetzt? Kann ich damit... Ich kann meine Kamera nie drehen. Was? Was? Nein! Alles verloren! Ey, das ist doch echt nicht fair. Jetzt muss ich die ganzen Kacknoten nochmal sammeln. Alter, kotzt mich das an. Ich bin gerade sehr traurig. Sind wenigstens die ganzen Türen noch offen und die ganzen Dinger noch? Sind die alle noch offen? Sind die alle noch oben? Kann ich mich darauf wenigstens verlassen? Alter, ich bin gerade mega pissig. Und ich habe auch keinen Safe State oder sowas. Okay, wenigstens das. Wenigstens das passt. Dann mache ich diesen Akt jetzt hier als erstes. Ganz ehrlich. Oder ich mache erstmal die Krabbe. Ah, oh, das andere ist ja alles nicht so gefährlich, sag ich mal.
So, hier drüben waren wir ja auch schon. Bla bla bla. Meno, ey. So, theoretisch. Okay, kann ich das hier brechen, das Siegel? Okay, kann ich machen. Ja, dann ist hier Boss-Time wahrscheinlich im nächsten Part. Kotzt mich das an. Ja, Leute, dann machen wir auf jeden Fall Boss erst und dann diesen Abschnitt da drüben, wo wir rumjumpen müssen als erstes, weil, ganz ehrlich, wenn wir den wieder verkacken, dann müssen wir ja wieder alles neu anfangen. Ja, ist gerade schlecht gelaufen, würde ich sagen, ne? Aber gut. Leute, gerne liken, kommentieren. Bis zum nächsten Mal zu Banjo-Kazooie, Jigs of Time. Tschüssi, Leute.